Liebe Leutchen, ja, eine Rennstrecke. Endlich sind wir raus aus diesem komischen, leitblanken Dschungel Monaco. Das war ja nur wirklich ein Desaster. Jetzt sind wir hier in Kanada, ist eine schöne Strecke, sind so ein paar Mauern an der Straße. Aber natürlich kein Vergleich, ist relativ schön schnell die Strecke, wir haben schönes Wetter. Ja, der Barney freut sich bestimmt auch, oder? Ja, riesig. Also Monaco war ja wirklich eine absolute Katastrophe. Und ja, Kanada, glaube ich, liegt mir eigentlich ganz gut. Mal gucken. Also ich denke normalerweise, ich habe ja immer Probleme gehabt mit dem Untersteuern, wie gesagt. Auf diesen langgezogenen Kurven. Kanada müsste aber normalerweise besser passen, weil es eher schnell ist, wie gesagt, und diese Stop-and-Go-Passagen hat. Also eigentlich könnte es ganz okay laufen. Könnte. Es könnte. Ich bin echt mal vorsichtig, anfangs. Also, ich bin jetzt hier gerade nochmal in der Wettervorhersage fürs Wochenende. Rennen ist natürlich mal wieder richtig hässlich. Ja, deswegen frage ich mich jetzt, ob ich hier mit einem trockenen Setup fahren soll oder mit einem nassen. Also ich glaube, wo wir das letzte Mal gefahren sind, war es denn, glaube ich, Spanien? Da habe ich doch, glaube ich, das Setup nicht mehr ändern können, wo ich es in der Qualifikation vermasselt hatte mit den Gängen. Genau. Und dann musste ich das Rennen auch so fahren. Das heißt, eigentlich müssten wir mit einem nassen fahren. Theoretisch schon, ja. Ich fahre trocken. Mir egal. Gehen wir einfach davon aus, es geht nicht so schlimm werden, obwohl es wird schlimm. Also wenn wir es jetzt schon so sagen, dann gibt es eine Katastrophe im Rennen. Ich glaube auch. Das ist eigentlich dann das erste richtige Regenrennen, wo man wirklich durchgängig Regen hätte. Ja, wir hatten doch schon irgendein Rennen, wo hier Regenwahrscheinlichkeit noch höher war. Also Malaysia war, also es sollte 100% sein. Ne? Ja, genau. Und wie oft hat es geregnet? Ungefähr 5 Runden und da hat es wirklich nur ganz leicht ja, geregnet. Das war halt immer so durcheinander. Also dann war mal wieder ein bisschen trockener, dann fing es wieder an zu regnen, dann hat der Ingenieur mal wieder irgendeinen Blödsinn erzählt, von wegen gleich fängt es wieder an und dann hat es gar nicht angefangen und so weiter. Ja, also eine absolute Katastrophe. Ganz genau. Aber wir müssen uns einfach mal überraschen lassen. So ist es. Aussieht. So, ich habe den Clowns mal gesagt, ich will rausfahren. Ja, habe ich auch gesagt. Ja, da kommt irgend so ein Marussia raus. Wahrscheinlich wieder der Glock, der super wichtige aus Monaco. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich hier keinesfalls diese Linie überfahre. Gut, dass du sagst. Da ist sie, die Böse. Die ist hier nämlich auch ein bisschen kritisch, finde ich. Ja, also wenn du Zeit hast, sagen wir mal, vorbeizufahren, dann geht's wirklich gut. Aber du hast ja meistens keine Zeit im Rennen. Dann willst du so schnell möglich wieder auf die Straße zurück. Ja, das ist richtig. Mal gucken, wo hier die beste Möglichkeit ist für DRS zum Beispiel oder Keas eher gesagt. Ich denke auf jeden Fall hier raus beschleunigen ganz hinten. Bei der langen Geraden vor Start-Ziel, sag ich mal. Oh, für die Haarnadel war es natürlich ein bisschen spät, sag ich mal. Ich bin echt mal gespannt, also diese 320, die wir angeblich fahren sollen im siebten Gang, wie das dann im Gegensatz zu den McLaren zum Beispiel mit Mercedes-Motoren oder Ferraris aussieht. Also ich bin gerade am gucken, ich komme auf die 316. Ja, mehr waren es bei mir auch nicht so richtig. Also dann gucken wir mal. Sollte ich nicht so weit innen fahren. Stehendes Rad. Jetzt eigentlich mit dem Kers ist wirklich nicht so schwer. Also die Ecken sind eigentlich selbsterklärend. Ja. Frontflügel-Time. Hast aber echt nicht lange den Jungs Zeit gelassen, mal zu verschnaufen. Also volle Arbeit von Anfang an hier. Ich mache keine Scherze. Ich glaube, du musst schon immer mit irgendwelcher Lynchjustiz rechnen, wenn du bei denen ins Werk kommst. Das glaube ich allerdings auch. Und ich habe in Monaco ja auch so ein bisschen
mitgemacht. Ja, gut, Monaco ist was anderes. Es hat nichts mit einer Rennstrecke. Es ist dein Zustand, um es mal so zu sagen. Allerdings. Eieieiei. Ach komm, ich liebe einfach diesen gottverdammten Flügel-Wegflieg-Mechanismus. Ein extra für Barney erfundenen? Ja, oh. Ja. Das weiß ich ja nicht so gut. Aber manchmal knallst du dir über die Curbs drüber, das ist schon abenteuerlich. Ist das Hülki erster? Mhm. 17,3, also nicht unbedingt langsam. Wenn ich mal so von mir ausgehe. Ja, das ist eine ganz ordentliche Zeit, würde ich sagen. Iceman liegt auf Platz 2, alles klar. Also er kann sich eigentlich nicht beschweren, dass er sich unwohl fühlen würde. So, ich sollte mir vielleicht doch mal einen Flügel holen, bevor ich hier schnelle Runden fahre. Besser wäre das, glaube ich. Ja, immerhin nur 2 Zehntel hinter dir. Wow, pass auf. Bisschen zu früh den Dings aufgemacht. Letztens habe ich am Fernseher so ein bisschen durchgezappt. Auf einmal komme ich so auf DTM, ne? Ja. Sagt dir ja was. Ja, klar. Also, dass die auch DRS haben, war mir ja total neu. Also ist auch erst seit dieser Saison. Das war jetzt, glaube ich, das zweite Rennen von denen. Also, ich habe echt ein bisschen erstaunt da in die Glotze geguckt. Ja, das ist einmal halt, du siehst halt den Unterschied, den es jetzt bei der Formel 1 gemacht hat. Im Gegensatz zu normal, sag ich mal. Ja. Und DTM war ja sogar, wenn man so will, noch schlimmer als Formel 1, was das Überholen vorher anging. Ja, da konntest du eigentlich nur durch einen Fahrfehler vorbei oder vorbeibremsen. Genau. Aber das fand ich halt eben gerade eigentlich das Spannende, weil da siehst du dann wirklich, wer so das beste fahrerische Können hat, sage ich mal. Das Problem generell im Rennsport ist heute einfach sowieso, dass die Autos viel zu aerodynamisch flexibel, unflexibel sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Nö. Also die Abhängigkeit der Aerodynamik ist viel zu hoch. Also quasi wie man, also Setup unterm Strich. Also Aerodynamik heißt, wie windschnittig die Karre ist und wie empfindlich. Mit diesen ganzen Flügelchen, die dran sind, ja. Die funktionieren halt wirklich nur bei perfekten äußeren Bedingungen. Sobald ein Auto vor dir fährt, ist das alles gestört. Dann läuft es quasi nicht mehr so. Das heißt, wenn vor dir einer fährt, du kommst überhaupt nicht nah genug ran, weil dein Auto ab einer Sekunde, sagen wir mal, wenn du hinter dem fährst, ja, überhaupt keine Leistungsfähigkeit mehr hat. Oder ja. Wie, sagen wir mal, im Normalzustand ist. Deshalb ist halt mit Überholen schwierig. Die DTM-Autos haben halt genau dieses Problem. Dass okay. Die sowas von an der Grenze ausgereizt sind, was die Aerodynamik angeht. Ja, obwohl ich sagen muss, mir hat es eigentlich schon immer Spaß gemacht anzuschauen, DTM, also... Also ich mag ja eigentlich sowieso, wenn ich bin eher so der alte DTM-Fan. Also wenn du die alte DTM noch kennst. Wie lange ist die alte DTM her? Also die wurde, glaube ich, 96, also 1996 wurde die platt gemacht. Ja, da war ich 4. Ja, okay, also ist nichts mehr davon gesehen. Also das war damals noch wirklich Tourenwagen. Also wirklich Autos von der Straße, wo einfach ein Heckflügel draufgekommen ist.
wo der Motor ein bisschen getuned wurde. Ein bisschen ist jetzt übertrieben, mit Anführungszeichen, weiß der Bescheid. Ja. Und sonst war da nichts dran, also keine Flügel oder sonst irgendwelcher Käse. Also keine komischen Frontflügel, diese Seitenflügel, die teilweise heute an den DTMs drin sind. Also so breit waren die auch niemals. Also die sind natürlich heute auch genau deswegen so anfällig. Ja. Weil die so breit sind. Und früher waren es einfach, wie gesagt, wenn man so will, Autos wie von BMW, Mercedes, Audi, Opel, Ford. Einfach normale Straßenautos, die quasi dann reglementmäßig ein bisschen verändert wurden. Und okay, damit bist du dann quasi Rennen gefahren. Ja gut, da war die Spannung natürlich dann riesig, ne? Genau. Und heute hast du halt diese drei Hersteller. Vorher waren es ja nur zwei, mit BMW letztes Jahr neu dazugekommen, drei Stück. Die Autos sehen halt alle relativ gleich aus. Die sind alle genauso breit. Die haben alle fast die gleichen Flügelelemente. Und Reifenhersteller ist, glaube ich, auch nur einer. Das heißt, früher hattest du auch noch Reifenwettbewerb. Ja. Kam dann auch noch hinzu. Ja, das ist halt dann irgendwie alles so ein bisschen, ja, standardisiert. Genau wie Formel 1 heutzutage. Die Autos sehen auch fast alle gleich aus. Gleiche Motorenformel, also auch keine V12 mehr, keine V10. Ja, das stimmt. Und deswegen bist du halt heutzutage echt auf so Sachen angewiesen wie KERS, DRS und so weiter. Dass du überhaupt noch überholen kannst, genau, ne? Genau, ja. Um wieder dieses aerodynamische, diese Formel so ein bisschen wegzunehmen. Diesen Einfluss. Ist halt alles so ein bisschen schade. Früher die Rennen, wenn man sich daran noch erinnert, war alles ein bisschen natürlicher. Heutzutage hast du immer das Gefühl, du bist dann in so einem, in so einer Plastikformel. So ja, quasi Hoffenheim auf Rädern. Wenn man es mal so sagen will. Sollen wir mal gerade Klassement gucken. Also Alonso an 1, ein 16-2. Ich bin an 16-7 gefahren. Das ist eigentlich sehr eng da vorne. 16-6 ist der zweite, der Massa. Das ist, sagen wir mal, ein Zehntel vom zweiten zum, Zehnten. Okay. Schon verrückt. Das ist extrem eng, ja. Das ist, muss man sagen. Eng. Also ich meine, so Rennen sind eigentlich wirklich, sagen wir mal, die... Das Salz in der Suppe, genau wie Interlagos, ist auch eine schön kurze Strecke, wo dann halt wirklich du sagen kannst, du kannst nicht viel falsch machen, beziehungsweise es gibt nicht viele Möglichkeiten, wirklich da Zeit rauszuholen oder gegenüber anderen zu gewinnen. Ja. Und das macht's halt aus. Deswegen könnte das ganz spannend werden, glaube ich. Ich habe jetzt auch nur die harten Reifen probiert. Ja, ich bin jetzt gerade auf den Weichen unterwegs. Also es lief eigentlich echt gut, also vom Einlenken her, vom nicht vorhandenen Untersteuern, teilweise vielleicht erste Kurve habe ich manchmal gemerkt, wenn ich zu spät war, dass er ein bisschen schiebt, aber ansonsten war ich echt überrascht, wie gut es gegangen ist. Auch unten die Haarnadel. Wirklich keine wirklichen Probleme gehabt, da rumzukommen. Ja. Ja, das so hört sich doch gut an. Also wenn man jetzt mal guckt, die letzten Autos, also zum Beispiel die Kovalainen, Petrov, meine beiden Freunde, oder auch Glock, Pick, die beiden HRT, also die fahren alle 19er Zeiten. Also da haben wir schon einen dicken Vorsprung vor denen. Also es wird wahrscheinlich dann echt diesmal spannend werden. Vielleicht mit beiden Autos in Q2. Könnte funktionieren. Haben wir bis jetzt ja noch nie geschafft. Das wäre ja zu schön. Jetzt habe ich es eigentlich auch schon wieder vermasselt. Mit dem Hinweis drauf. Der erste Sektor ist gerade lila bei dir. Also mit 22-0. Da habe ich 22,5, also meine beste Runde. 24,3 hast du danach, da habe ich 24,0. Also 3 Zehntel jetzt verloren hast, also gegenüber mir noch 2 Vorsprung. Und am Ende hast du nochmal 3 verloren. Jetzt hast du 17,0. Letzte Kurve ist nicht so mein Ding. Ja, die ist aber auch. Also die musst du schon genau treffen, weil du halt mit dieser Geschwindigkeit runterkommst. Ja, und dann natürlich dann da unten reinbremst. Ja. Und es muss halt passen. Wenn es halt nicht richtig passt, weil die Curbs auch ziemlich hoch sind, dann springst du natürlich da herum wie so ein Rennpferd. Das stimmt. Wenn es nicht passt. Also ich werde auf jeden Fall nicht mehr rausfahren. Ich denke mal, es reicht mir, die Eindrücke. Na, ich versuche jetzt gerade eben nochmal eine schnelle. Ich würde gerne bei dir gucken, aber es ist ja wie immer nicht möglich, leider. Ja, erster Sektor war wieder 22,0. 24,4 im zweiten. Ja, der war nix. Also du hast jetzt quasi noch, wenn man so will, ein Zehntel Vorsprung auf mich. Wo es jetzt natürlich um den letzten Sektor dann geht. Ich fahre jetzt einfach mal die letzte Kurve irgendwie ein bisschen anders da an. Versuche ich zumindest.
Ja, solange du da nicht geradeaus drüber brauchst, ist es eigentlich... Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass das jetzt passiert, was gerade passiert ist. Du hast wahrscheinlich einen katastrophalen Abflug in diese Mauer, die da gegenüber steht, gemacht. Ja, ich bin über den ersten Curb gut drüber, über den zweiten dann zu dicke und dann beim Reinlenken halt dann links in die Mauer reingedreht. Okay. Ja, da muss man echt aufpassen, vor allem im Rennen. Ja. Also das könnte einem echt da so ein bisschen den Hals kosten, wenn man ständig da rausfliegt. Das ist dann auch so ein bisschen Monaco-Flair, diese letzte Passage. Das stimmt. Mit den Mauern sofort dran, wo man sich keinen Fehler leisten darf. Da, also wenn du da falsch einlenkst, da ist Polen offen, ne? Allerdings. Auch mit der Geschwindigkeit, die damit verbunden ist. So, ich denke mal, wir können gerade nochmal kurz, bevor wir dann uns verabschieden, nochmal ins Klassement gucken. Ist jetzt Alonso immer noch vorne. Räikkönen zweiter, Massa, Kobayashi, Vettel auf 6, Webber davor. Hamilton haben wir noch gar nicht gesehen. Der ist irgendwo verschollen. Hamilton ist nur 17. Momentan. Okay. Schumacher, Rosberg 11, 12. Du bist auch nicht mehr draußen, ne? Oder fährst du noch? Ich bin gerade lange gerade vor... Wie heißt die letzte Kurve? Wall of... Champions. Left? Also das Wall ist quasi ja, der inoffizielle Name der letzten Kurve. Diese Mauer da außen. Für mich ist einfach die Wall of Death. Also ich würde nur sagen, wenn du jetzt ein Champion wärst, hättest du dich da eingereiht, aber du bist ja keiner. Du kannst natürlich noch zu einem werden, ne? Im Laufe dieses LPs. Man weiß kann, es ja nicht. Kann nicht. Kann könntest nicht. Es. Die Möglichkeit würde bestehen. Das ist wohl wahr. So, mal schnell einen Schluck aus dem Wasser. So, ich hab's auf jeden Fall dann. Ich auch. Noch kurz ins Klassement gucken, dass da meine Zuschauer auch mal kurz genau, die sollen auch nicht benachteiligt werden. So, dann schauen wir da doch nochmal flott rein. Irgend so eine Sau also, hat mich aus den Top 10 geschmissen. Wie du schon erwähnt hast, wahnsinnig eng. Das wird auf jeden Fall wahnsinnig interessant in Q1. Also du auf 11, ich auf 14 und uns trennen 2/10. Ja. Nach vorne ist es natürlich dann auch, wir können gerade mal schauen hier. Nach vorne natürlich ist es Hamilton, der war es, der mich runtergeschoben hat. 16,2 ist die Bestzeit. Und auf 16,7 und 17,0 sind wir. Also es ist keine Sekunde für beide Autos nach vorne. Klingt gut. Das klingt super, das hatten wir bis jetzt noch nie. Also ich bin wirklich gespannt, wie das aussehen wird. Ich freue mich riesig. Ich auch, ja. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im Qualifying. Ganz genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.